Lesen ist das Tor zu anderen Welten und vor allem auch zu Erfahrungen von Menschen, die lebenlang ein Thema studiert haben und ihre Erfahrungen in ein Buch gepackt haben, das du in einer Woche lesen kannst und diese Lehren für dich in deinem Leben implementieren kannst, um weiterzukommen. Deswegen ist Lesen so extrem wichtig für dein persönliches Wachstum, aber auch für dein Businesswachstum, weil dein Business wächst nur, wenn du auch als Person wächst. Und deswegen lese ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel. Und letztes Jahr habe ich ja einige Bücher gelesen und von denen habe ich die drei besten Bücher rausgeholt, die ich heute in diesem Video mit dir besprechen möchte, warum ich sie dir empfehle, was diese besten Bücher waren und ja, wie sie mich weitergebracht haben. Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Thailan. Letztes Jahr habe ich es geschafft, mit meiner Agentur über 250.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dieses Jahr wird es definitiv mehr. Und ich mache diese Videos, weil ich einerseits Bock drauf habe und weil ich möchte, dass du noch schneller an den Punkt kommst, wo ich gerade stehe. Das erste Buch nennt sich Atomic Habits von dem Autor James Clear. James Clear ist ein zeitgenössischer Autor aus den Staaten und Experte für Gewohnheiten. Und genau um dieses Thema dreht sich dieses Buch, nämlich, dass du deine Gewohnheiten in den Griff bekommst, besser gesagt, wie du gute Gewohnheiten aufbauen kannst und wie du schlechte Gewohnheiten in deinem Leben verbannen kannst und diese irgendwann nicht mehr machst, weil unser Leben ist nur eine Summe aus den Gewohnheiten, aus den Dingen, die wir jeden Tag tun. Das heißt, wenn du erfolgreich werden möchtest, egal in welchem Lebensbereich, dann musst du die Dinge ändern, die du jeden Tag machst, also deine Gewohnheiten. Ansonsten wirst du niemals dein Ziel erreichen, was du dich steckst. Sei es ein Halbmarathon laufen oder ein Marathon laufen, sei es ein Business aufbauen, eine bestimmte Art, eine Menge von Geld verdienen, egal was für ein Ziel du hast, die Summe der Dinge, die du am Tag machst, sind dafür verantwortlich, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Und genau darauf geht er ein. Atomic Habits, das sind winzige, ein Atom groß Gewohnheiten, die du jeden Tag machen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Wie es mir geholfen hat, ich habe quasi mein gesamtes Leben umgestellt nach diesem Buch. Mein gesamtes Leben ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben umgestellt, auch wirklich physisch umgestellt, weil ich gewisse Gewohnheiten aufbauen möchte. Nämlich letztes Jahr habe ich die Gewohnheit aufgebaut, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufstehe, um 5.30 Uhr spätestens 6 Uhr im Büro bin und um 22 Uhr schlafen gehe, weil das einfach der perfekte Rhythmus für mich ist. Und das habe ich geschafft, indem ich Dinge aus diesem Buch implementiert habe, wie zum Beispiel, ändere deine physische Umgebung, damit sie dir es leichter macht, die positiven Gewohnheiten auszuführen und die schlechten Gewohnheiten beiseite zu nehmen. Was habe ich gemacht? Früher hatte ich mein Handy immer in meinem Schlafzimmer. Das heißt, mein Handy lag direkt neben meinem Kopfkissen. Würde ich niemandem empfehlen, hört auf, legt das Handy irgendwo hin. Wenn ihr euch mit dem Handy wecken lasst, dann hatte ich mein Handy immer neben meinem Kopfkissen. Sobald es geklingelt hat um 5 Uhr, habe ich auf Snooze gedrückt, weil es so einfach war. Du musst einfach nur eine Taste drücken und dann pennst du weiter und bist auf einmal um 6, um 7 Uhr wach und hast 2 Stunden des Tages verschlafen, in meinem Fall. Was ich getan habe, ist, ich habe das Handy aus meinem Schlafzimmer verbannt, habe es ins Wohnzimmer getan, damit ich aufstehen muss, um den Wecker auszuschalten. Und wenn das passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Snooze drücke und wieder ins Bett gehe, um 90% reduziert. Und alleine diese kleine Änderung hat dazu verholfen, dass ich fast jeden Morgen 1-2 Stunden mehr Zeit habe, um zu arbeiten und mein Business voranbringen kann. Jetzt nutze ich sowieso keinen Handywecker mehr, um aufzuwachen. Ich habe mir ein Tageslichtwecker gekauft, das ist eine andere Story. Aber das ist eine Sache, wie du deine physische Umgebung ändern kannst, um positive Gewohnheiten zu stärken und negative Gewohnheiten irgendwann ausbrennen zu lassen. Eine andere Sache ist, ich würde gerne Gitarre spielen lernen, beziehungsweise ich versuche gerade Gitarre spielen zu lernen und habe mir schon vor 5 oder 6 Jahren eine Gitarre gekauft, weil ich gedacht habe, hey, wenn die Gitarre schon mal da ist, dann werde ich wahrscheinlich auch öfters anfangen zu spielen. Was ist passiert? Ich habe diese Gitarre in der Gitarrentasche gelassen, hinter meine Tür, hinter die Tür gehangen und habe sie nie gesehen, aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Und ich habe genau dasselbe Prinzip, was ich gerade erklärt habe, auf das Thema Gitarre spielen angewandt. Nämlich, was habe ich gemacht? Ich habe mir für 20 Euro bei Amazon einen Gitarrenständer gekauft, die Gitarre ausgepackt und auf den Gitarrenständer getan, sodass ich jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, die Gitarre sehe. Und siehe da, auf einmal greife ich viel öfter nach der Gitarre, setze mich auf die Couch und klimper ein paar Akkorde für 5 oder 10 Minuten, weil diese Gitarre einfach in Reichweite ist. Es ist so simpel und so einfach, aber das kannst du auf jeden Lebensbereich ausdehnen. Und das ist nur ein kleiner Part, den er in diesem Buch beschreibt. Er beschreibt noch viel mehr Techniken, wie du gute Gewohnheiten aufbauen kannst und schlechte Gewohnheiten ausbrennen lassen kannst. Und eine Technik davon ist zum Beispiel auch das Thema Identität. Er sagt, wenn du eine Gewohnheit aufbauen möchtest und eine andere ausbrennen lassen möchtest, dann musst du die Identität annehmen von der Person, die diese Gewohnheit so oder so schon ausführt. Er gibt dir ein Beispiel mit dem Rauchen. Wenn du mit dem Rauchen aufhören möchtest, ist es so oder so schon sehr schwer. Aber die Menschen um dich herum machen es noch schwieriger, weil viele deiner Freunde wahrscheinlich rauchen und dir immer mal wieder eine Zigarette anbieten. Wenn du dann sagst, hey, ich rauche nicht mehr, vielen Dank, dann ist es was anderes, als wenn du sagst, nein, danke, ich bin kein Raucher.
Deine Identität ist, ich bin kein Raucher. Ich rauche nicht, weil ich kein Raucher bin. Und nicht, ja, ich versuche gerade aufzuhören. Nein, danke, ich rauche gerade nicht oder nicht mehr und ich versuche gerade aufzuhören. Das sind zwei komplett unterschiedliche Einstellungen und Identitäten, die dir entweder helfen, diese Gewohnheit aufzubauen, ein Nichtraucher zu sein, oder die dir helfen, ja, wieder schwach zu werden und diese Gewohnheit wieder aufzunehmen, die schlechte Gewohnheit, nämlich das ganze Thema Rauchen. Und das kannst du auch auf jeden Lebensbereich ausdehnen, wenn du möchtest. Wenn du ja sportlicher sein möchtest, irgendwann Halbmarathon, Marathon laufen möchtest, dich darauf vorbereiten möchtest, dann solltest du die Identität eines Läufers annehmen. Denn was macht ein Läufer, der sich auf einen Marathon vorbereitet? Er geht auch mal raus, wenn es regnet. Er geht auch mal raus, wenn es schneit. Er geht auch mal raus, wenn er später von der Arbeit gekommen ist und alles nicht so in seinen Kram passt, aber trotzdem geht er mal raus, weil er ein Läufer ist. Ein Läufer, was macht ein Läufer? Er läuft, er trainiert für den Marathon. Jemand, der sagt, hey, ich will nur fitter werden, der lässt sich dann von solchen Sachen schneller beeinflussen. Boah, es regnet, es ist kalt, es liegt Schnee, es ist matschig. Heute war ich bis 18 Uhr im Büro, jetzt habe ich keine Zeit mehr, etc. pp. Hat die Identität eines Nichtläufers, einer Person, die gerne fitter werden möchte. Dementsprechend wird sie im Doing, in den kleineren Dingen, viel eher Nein sagen, als wenn du die Identität eines Läufers annimmst und sagst, ich bin ein Läufer. Was macht ein Läufer? Er geht laufen, er geht trainieren. Das ist total simpel, das ist das Natürlichste der Welt und deswegen ändere deine Identität. Und genau dasselbe habe ich für mich auch angewandt. Das war auch unterbewusst schon so, bevor ich das Buch überhaupt gelesen habe, aber für mich, ich hatte die Identität eines Unternehmers, ich hatte die Identität eines Geschäftsmanns. Und was macht ein Geschäftsmann? Er steht morgens früh auf, zieht sich an, geht ins Büro und geht seinen Geschäftstätigkeiten nach und lässt sich nicht von kleineren Sachen beeinflussen, es nicht zu tun und drückt auch nicht mal auf die Snooze-Taste. Natürlich passiert das hin und wieder mal, aber wenn ich die Identität eines Unternehmers habe, der viel erreichen will, der Ambitionen hat, dann wird das viel weniger passieren. Und auch im Unternehmeralltag, wenn Leute auf dich zukommen, wenn du viele Probleme lösen musst, wenn viele Herausforderungen da sind, dann verfällst du weniger in das ganze Thema, oh, warum ich, etc. pp., warum passiert das mir, warum ist es nicht so schwer, warum kann es nicht einfach sein? Der Unternehmer geht in den State und sagt, ja, okay, so ist das Leben, das ist Tagesgeschäft, super, bringt mir die Probleme, bringt mir die Herausforderungen, ich kann damit umgehen, das ist das, was ich gewohnt bin. So ist mein Leben, so ist mein Alltag und so kommst du viel eher dadurch. Das zweite Buch, das ich dir vorstellen möchte, nennt sich 100 Million Dollar Leads von Alex Hormozi. Der ein oder andere wird Alex Hormozi schon kennen. Für den, die ihn nicht kennen, er ist ein US-amerikanischer Unternehmer. Extrem gut, Business-Konzepte didaktisch so runterzubrechen, dass sie eigentlich fast jeder verstehen kann. Von ihm habe ich die letzten Jahre extrem viel gelernt. Und sein zweites Buch, 100 Million Dollar Leads, dreht sich einfach nur darum, wie du für dein Business Leads generieren kannst und wie du auch eigentlich für andere Business Leads generieren kannst. Und dieses Buch hat mir einfach nochmal geholfen, zu erkennen, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt für dein eigenes Business, aber auch für Business für deine Kunden Leads zu generieren und dass es extrem einfach sein kann, wenn du es einfach und simpel handhaben möchtest. Er hat viele Core-Konzepte runtergebrochen. Er hat The Core 4, also 4 Möglichkeiten, wie du Leads für dein Business generieren kannst. Und dann hat er nochmal, ich weiß gar nicht, wie er sie genannt hat, die 4 Core, die andere Menschen für dich ausführen können, um noch mehr Hebel in deinem Business zu haben, hat er auch noch aufgelistet. Und dieses Buch würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der generell sich mit dem Thema Business beschäftigt. Alleine die Denkweise und wie Alex Hormozi die Sachen runterbricht, ist Gold wert. Wenn du ein bisschen diese Denkweise für dich adaptierst und in deinem Tagesgeschäft umsetzt, wirst du definitiv mehr Erfolge haben in deinem Business. Und dieses Buch ist eigentlich ein Must-Have für alle, die das Thema Marketing betreuen. Egal, ob sie es für Kunden machen oder egal, ob sie ihr eigenes Business aufbauen, ein absolutes Muss. Und das letzte Buch, was ich dir vorstellen möchte, nennt sich Meditations von Marcus Aurelius. Marcus Aurelius war ja der letzte gute römische Kaiser. Und was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist, dass dieses Buch eigentlich gar kein Buch werden sollte. Marcus Aurelius hat diese Sachen nicht niedergeschrieben, um daraus ein Buch zu machen, sondern es sind einfach seine Gedanken, die er niedergeschrieben hat, für sich. Ich weiß gar nicht, wofür er es niedergeschrieben hat, einfach nur um zu reflektieren oder es vielleicht irgendwann mal jemand anderem weiterzugeben. Aber das ist das Schöne, er hat es nicht aus irgendwelchen monetären Gedanken geschrieben, weil es das damals wahrscheinlich auch gar nicht gab, sondern er hat es nur niedergeschrieben, weil es seine eigenen Gedanken waren. Und jetzt, als 29-jähriger Unternehmer in Deutschland, die Gedanken eines römischen Kaisers zu lesen, ist einfach nur pures Gold wert. Das ist kein Buch, was leichte Lektüre ist. Da wirst du einen Satz dreimal lesen müssen, um ihn zu verstehen. Aber ich habe so viele Weisheiten aus diesem Buch gezogen und ich werde auch noch so viele Weisheiten aus diesem Buch ziehen, dass ich dafür einfach nur unendlich dankbar bin, die Denkweise eines römischen Kaisers adaptieren zu können oder verstehen zu können erstmal und dann adaptieren zu können, weil er extrem interessante Insights hat, wie er Dinge wahrgenommen hat, wie er Probleme gelöst hat, was für eine Ansicht er auf das Leben hatte. Er ist einer der bekanntesten Personen, wenn es um das Thema Stoizismus geht. Und das Thema Stoizismus ist die Lehre
der Unerschütterlichkeit. Das heißt in einfachen Worten, konzentriere dich darauf, was du kontrollieren kannst, und das, was du nicht kontrollieren kannst, lass es beiseite und denk gar nicht drüber nach, weil du kannst es eh nicht kontrollieren. Warum soll der Gedanke daran dich in deinem Hier und Jetzt vergiften und dich lähmen, weiterzugehen, wenn du so oder so nicht dran ändern kannst? Denk nicht mal dran, sondern fokussiere dich nur auf die Dinge, auf die du Einfluss hast, die du kontrollieren kannst. Take control. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für jeden, der sich in irgendeiner Art und Weise für das Thema Philosophie interessiert, aber auch für jeden Menschen, der das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, Business für dich entdeckt hat, weil du extrem viele Lehren aus diesem Buch für dich ziehen kannst. So Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.